Mein Name ist André Parade und wir sind hier im Leichert-Museum von Trebatsch. Dieses Museum wurde anlässlich des 200. Jahrestages der Entdeckung Australiens durch James Cook sozusagen errichtet. Es ging darum, dass man den hier geborenen Australienforscher Ludwig Leichert sozusagen besonders auch ehren wollte und sollte, der bis dahin in seiner deutschen Heimat eher stiefmütterlich behandelt wurde. Aus einer alten Scheune entstand dann hier dieses Museum. Aber es ging nicht nur um das Museum, es ging eigentlich um ein Ludwig Leichert Kulturzentrum, sodass also in dem gesamten Bauareal auch eine Bibliothek, eine Post, ein Gemeindebüro, ein Veranstaltungsraum, ein Jugendraum geschaffen wurden. In dieser Hinsicht hatte natürlich die Wende erstmal für Leichert nicht unbedingt die positivsten sozusagen Entwicklungen. Im Museum gibt es eigentlich vier Ausstellungsräume. Das heißt, also das Ganze beginnt eigentlich mit dem Schulzimmer, dass man sich einfach vorstellen kann, wie sah denn Schule eigentlich im 19. Jahrhundert aus. Die zweite Sache ist, unser Ort Trebatsch ist jetzt über 1000 Jahre alt. Im Jahre 2004 haben wir also das 1000-jährige Jubiläum begangen. Und aus diesem Grund ist also auch diesem Ort ein ganzer Raum gewidmet. Und dann haben wir in der Oberetage ein typisches Bauernmuseum, dass man also auch wirklich sich vorstellen kann, wie Menschen vor 200 Jahren gelebt haben, ob das die Flachsstrecke ist, ob entsprechend das Haushaltsgeräte sind, ob das der Fischfang ist, die Jagd und natürlich ganz wichtig für Trebatsch der Torf. Dann kommen wir natürlich in den Leichertraum, wo also dem Australienforscher natürlich die entsprechende Würdigung zuteil wird. Und dort natürlich finden auch unsere Veranstaltungen statt. Was auch wichtig ist, wir wollen auch hier ein Podium bilden, dass Leute, die weit gereist sind, auch diese Reise mal vorstellen können. Es gibt auf alle Fälle einige Ausstellungsgegenstände, die schon eine Rarität darstellen und uns natürlich auch mit Stolz erfüllen. Das erste ist natürlich auf alle Fälle die Leichert-Büste von Luzene. Diese gibt es nur zweimal. Eine steht im Foyer des australischen Parlaments in Canberra und die andere bei uns im Museum. Zu diesem Didgeridoo sind wir auf eine ganz kuriose Art und Weise gekommen. Ein Lehrerehepaar, was also im Goethe-Institut von Sydney mehrere Jahre dort sozusagen tätig war, wollten den Spreewald sehen und die B87 führt ja durch Trebatsch und dann lasen diese Leute am Ortseingangsschild herzlich willkommen in der Leichert-Gemeinde und wunderten sich natürlich, was macht denn unser Leichert hier im Osten Deutschlands? Und wir haben uns dann im Museum mit ihnen getroffen und da waren die total beeindruckt und wussten bis dahin nicht, dass der Ludwig Leichert eben in Brandenburg in Trebatsch geboren wurde und dass es hier ein Museum gab. Und dann fragten sie uns, ob wir denn nicht Interesse hätten, diese in den Bestand des Museums zu übernehmen. Und wir natürlich waren hell erfreut, weil das natürlich auf alle Fälle unser Museum deutlich bereichert. Unsere Arbeit hier im Leichert-Verein besteht natürlich darin, dass wir also versuchen, Führungen so oft wie möglich zu machen, dass wir als zweites ein doch recht abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm haben. Es finden also immer am ersten Donnerstag im Monat populärwissenschaftliche Veranstaltungen statt. Es gibt auch durchaus Gänge durch den Ort und natürlich versuchen wir auch ab und zu Ausstellungen zu eröffnen. Natürlich haben wir auch regelmäßig Schulklassen hier, die also innerhalb verschiedener Projekte dann natürlich auch die Person Leichert und das Leichert-Museum dann auch behandeln. Wenn man alles über Ehrenamt betreibt, stellt natürlich schon auch an die Akteure natürlich eine andere Herausforderung, als wenn man sozusagen eine hauptamtliche Kraft hat natürlich. Also wir können nur gucken durch Zuruf und ähnliches mehr, ob wir dann Vormittagsführung machen können. Ansonsten müssen wir leider dortige Besucher auch später vertrösten.
Ich bin jetzt über 30 Jahre Mitglied der Leichhardt-Gesellschaft. Ich komme ursprünglich aus Leipzig. Ich habe Geschichte und Geografie studiert und muss gestehen, während meines gesamten Studiums spielte der Name Ludwig Leichhardt keine Rolle. Erst als ich nach Trebatsch kam, sprachen mich also Leute an, ob ich denn nicht Interesse hätte, hier in einer Gesellschaft mitzuarbeiten. Sodass also man sich dann wirklich in den Bann von Leichhardt begeben hat. Der Kulturamtsleiter des Kreises, Herr Bischinger, hat mal so schön formuliert, man merkt, dass das Museum auf den Ort ausstrahlt. Der Ludwig Leichhardt ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit und es macht natürlich Spaß, einen gewissen Beitrag leisten zu wollen, dass dem Mann vielleicht endlich auch die Anerkennung zuteil wird, die er sich eigentlich wirklich verdient hätte in seiner Heimat.